Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eigentlich ist das der Pokémon Go Fest Vlog oder Gera Vlog oder einfach nur, wir testen mal wieder eine neue Herberge aus, ne, weil ich möchte diesmal gar nicht so viel in Gera filmen. Wir haben beim letzten Mal, zur Sinnoh-Tour waren wir in Gera. Ich glaube, wir machen alles genau wie da. Das heißt, ich muss nicht nochmal dasselbe zeigen, was wir schon gezeigt haben. Ich möchte aber die Unterkunft mal festhalten und vielleicht, wenn mal was Feines ist. Ansonsten, Rest ist im Auto. Pupsi, Jonas, Gera mit Thomas, Shenaya, Shinux. Mal gucken, was alles abgeht. Ich weiß auch nicht, wann das kommt, weil der PC ja kaputt ist und war und alles. Und es staunen sich so viele Vlogs gerade an, dass ich sage, bis bald in Gera. Ach so, es ist jetzt übrigens 11.38 Uhr, wenn wir losfahren, aber noch kurz tanken. Und ich habe auch extra nicht die Bierpower-Kappe, die rote, sondern extra die Pokémon-Kappe. Das ist wichtig. Bei anderen Vlogs Bierpower, bei Pokémon-Vlogs Pikachu Cabby. 11.38 Uhr. So, es ist jetzt 14 Uhr. Normal wären wir nach 160 Kilometer angekommen bei Thomas. Wir sind jetzt 200 Kilometer gefahren. Müssen erst noch Marie wegbringen. Jetzt stehe ich hier bei Mandy im Garten. So sieht das aus, weil ich ganz dringend urinieren musste. Ich musste so viel trinken, dass ich nicht einschlafe während der Fahrt. Und diese 40 Kilometer, die wir mehr haben, müssen wir jetzt natürlich auch wieder zurückfahren, dass wir dann endlich bei Thomas ankommen, sodass wir 240 Kilometer gefahren sind, obwohl wir nach 160 ja schon da waren. Man aber einfach wegfährt nochmal 40 und dann wieder 40 zurück. So, wenn ihr das sinnvoll findet, dann schreibt es mal in die Kommentare. Aber hat sich gelohnt. Denn guckt mal die Katze. Und das sieht genau aus wie der Hund vom NetGhost. Grüße an den NetGhost und an die Katze. Und dafür hat sich's doch gelohnt, 80 Kilometer Umweg zu fahren. Jetzt also wieder 40 zurück. So, nach 247 Kilometer sind wir jetzt angekommen. Und wir stehen vorm Lofthaus. Wir haben unseren eigenen Parkplatz. Guck mal, da steht sogar Loft dran. Loft 23, zweite Etage, drittes Zimmer. Hier gibt es Loft 21, 22, 23. Und oben hast du nur Loft 31, also dritte Etage in den Himmel rein. Das sieht komisch aus, aber wir können es euch gleich von vorne zeigen. Guck mal, da ist schon die Shenaya aufgetaucht. Ja. Die hat nämlich die Adresse erfragt und gesagt, sie kommt dann da hierher. Und jetzt müssen wir irgendwann nach dem Thomas suchen. Die hat wieder ganz viele Sachen dabei. Und guck mal, das haben wir auch für die Shenaya. Das ist nämlich von Marie. Das wollte die wegschmeißen. Haben wir gesagt, für sie kann sie das mitnehmen vielleicht für ihren Hintergrund bei den Videos. Und hier noch einen Kackhaufen. Jetzt hat sie zwei Smileys. Perfekt. Und die Shenaya hat sogar Gastgeschenke dabei. Guck mal, diesen Prime-Anhänger für den Rucksack in Gelb mit Bändchen. Ist das nicht genial? Dank ihr habe ich ja schon hier diesen Pokéball am Rucksack. Der ist ja auch gelb. Pokéball am Rucksack dran. Fertig. Da kann jetzt noch hier eine gelbe Prime-Flasche dran, gelbes Bändchen, gelbe Flasche. Und sie hat sogar, das habe ich nirgendwo gesehen bei uns, das gute Knabemalz hier. Knabemalz, kennt ihr es? Erst knackt's, dann knallt's. Knabemalz. Und wenn ihr das nicht kennt, ich werde ja noch ein Tasting dazu machen, dann lernt das kennen. Dankeschön auf jeden Fall für das Knabemalz, weil bei uns gibt es das immer noch nicht. Also, wir wollen euch jetzt mal ganz kurz zeigen, wie das hier abläuft. Hier läufst du hinter, super genial, grün, Gebüsch, hier steht Rezeption. Da ist aber jetzt keiner da, aber ist kein Problem, denn wenn du hier reingehst, kannst du über das Telefon jemanden erreichen. Das sieht hier drin auch alles richtig genial aus, guckt euch das an, alles modern. Und hier, du hast einen Code, den hat Pupsi vorhin eingegeben, da ging hier das Fach auf und da war hier die Schlüsselkarte drin, womit du auf die Zimmer kommst. Genau, so macht man das. So, aber jetzt nochmal die Sicht von außen. Ihr seht, das ist das Gebäude, da sind rechts drei Balkons. Wir gehen aber mal auf die Vorderseite. So, das wäre dann der Vordereingang hier. Das ist übrigens Nummer 50. Da hat sich Pupsi versteckt hinter der Hecke. Hier steht auch Lofthaus drauf. Es fällt auf jeden Fall auf und es sieht gut aus, weil es ist so schön grün überall. Außer hier der, weiß ich nicht, was mit dem ist. Der steht zu nah am Eingang und deswegen ist er jetzt auch braun geworden. Das ist Shenaya. Hallo.
Jonas! Hier gibt's auch keine Eingangstür. Hier ist halt einfach direkt der Fahrstuhl, wo du dann reingehst. Und wir jetzt zusammen mal hoch wollen. Und uns zusammen, also wir müssen Sachen hochbringen. Und ja, wenn ihr auch vorbeikommen wollt, wir sind gerade hier. Kommt alle mit rein. Oben ist genug Platz für alle. Hier im Fahrstuhl gibt es sogar eine Speisekarte von Abaco Zimmerservice. Donnerstag, Freitag, Samstag, 17:30 bis 21 Uhr. Da stehen verschiedene Gerichte, aber da ist auch ein Classico-Burger dabei. Mit Angus Patty, Black Angus Patty, Lolo Rosso Tomate, rote Zwiebel, hausgemachte Mayonnaise, Abaco Soße, Curly Fries für 16 Euro. So ein Ding sich mal aufs Zimmer liefern lassen. Müsste man eigentlich mal ausprobieren, wenn man einmal da ist. So, und jetzt kleine Rundführung mal durch das Loft, weil ich finde es wirklich cool. Ihr habt hier den Flur, wenn ihr aus dem Fahrstuhl rauskommt, lauft hier lang. Da oben ist eine Kamera, die filmt alles. Hier habe ich gerade meinen Gummilatschen reingeklemmt, damit die Tür aufbleibt und ich da rein kann. 23. Dann kommst du hier rein, hast halt hier Garderobe, ne? Zack. Hier hast du eine Kamera. Du siehst also, wenn die Gangster nachts den Flur entlang streifen oder halt du dein enges Burger bekommst. Hier hast du direkt ein Bad. Du gehst rein, hast hier eine Toilette, Waschmaschine, Trockner, alles da. Wie, keine Dusche oder was? Das ist ja lahm, aber passt auf, ihr geht ja hier weiter zur Tür. Da sitzen sie schon, die Gangster. Wie sind die denn jetzt hier reingekommen? Ich habe doch extra eine Kamera installiert. Da also Tisch, können da sitzen, guckt hier um die Ecke. Habt hier Kleiderschränke, hier wie so Regale, da könnt ihr noch was reinstellen. Ich habe mal alle Lampen angemacht, weil wir waren eben schon hier oben. Das ist im Prinzip der Wohnbereich. Fettes Sofa, cooler Tisch mit einer Pflanze drauf. Ich glaube, den kannst du auch aufklappen oder so. Da ist nämlich hier wie so ein Griff. Das machen wir jetzt aber nicht. Hier der Fernseher, da ein Fenster, da ein Ofen bzw. ein Kamin. Ist das ja eigentlich. Dann habt ihr hier die Küche aber nochmal. Hier könnt ihr euch kurz hinsetzen. Hier habt ihr alles mögliche. Gerade ist Wasser, eine rote Küche, sieht gut aus. Vielleicht schaffen wir es ja doch mal Samyang zu machen. Was ich hier gleich habe und zeigen möchte, der Balkon oder die Terrasse, machst du auf, gehst du raus. Könntest dich abends hier auch gemütlich nochmal hinsetzen. Bierchen trinken, chillen. Guck mal, das sind 6 Stühle. 6 Mann können hier sitzen und trinken. Das ist auch cool. Dann hast du hier die Sicht. Da steht ja das Auto. Ich bin jetzt hier also auf diesem Balkon. Hier habt ihr dann nochmal keine Ahnung. Deswegen gehe ich schnell wieder rein und zeige noch den Rest da drüben. Das machen wir wieder zu. Aber das ist der leichteste Griff der Welt. Der geht normal hoch und nach unten. Der rastet Stück für Stück ein, aber ist übelst leicht gängig. So, jetzt laufen wir hier durch. Da kommt nämlich dann der Schlafbereich. Ihr habt aber auch, ich weiß nicht, was das. Denkst du, das ist hier halt, ne? Fürs Regal, aber irgendwie kannst du das ja so zuschieben, links und rechts. Als würdest du dir eine Glastür basteln fürs Schlafzimmer, die du dann hier zu hast. Nachts läufst du dagegen, dann hörst du die Gangster wieder, wenn sie kommen. Und dann kannst du ja auch die Sachen rausnehmen, aber eigentlich lässt du das da hinten. Aber wenn ich da drin liege und schlafe, würde ich es zumachen. Wenn die Einbrecher kommen, hörst du die. Hier habe ich auch Licht angemacht, da habt ihr nochmal schön Möglichkeit hier für Garderobe alles aufzuhängen. Da ist ein Föhn, das ist dann der Schlafbereich, ihr seht hier, Bett, riesengroß, Lampe, Stuhl, alles da. Hier ist nochmal das Babybett, das ist auch wichtig. Hier ein Fernseher zum Wrestling gucken. Dann kannst du hier nochmal raus, weil hier einfach noch ein zweiter Balkon ist. Der ist aber kleiner, da ist nichts, also den brauchst du eigentlich nicht. Aber damit auch wieder keine Gangster kommen, ist hier alles mit Abwehr und so. Da ist wieder das Auto, wir sind jetzt einmal rund ums Gebäude. Hier sind noch ein paar verdorrte Pflanzen, das ist auch schön. Dann kannst du von hier darüber gucken. Juhu, dann gehst du schnell wieder rein, bevor jemand antwortet. Oh, dann hast du nicht gesehen, dass er eine Stufe ist. Fällst halb hin, hast also da nochmal schöne Lampe. Guck dir halt den Hintergrund an. Und hier ist also jetzt das richtige Bad. Das andere ist einfach nur eine Toilette und ein Waschraum. Hier hast du jetzt Bad, Waschbecken, Spiegel, hast du eine Dusche. Die sieht schön groß aus, die ist, da passe ich sogar rein, ne? Das finde ich gut. Und wenn ihr denkt, das ist doof, dass die Toilette da vorne ist und das Bad hier hinten, da ist noch eine Toilette. Das heißt, wenn einer hier drin ist und schließt sich ein und macht seinen kalten Entzug, kann der andere trotzdem vorne auf die Toilette gehen, während der andere hier hinten ist.
Habe ich noch was vergessen? Ich weiß es nicht. Wenn ich noch was finde, kann ich euch das ja zeigen. Und wie findest du es so, Jenna? Sieht sehr schön hier aus. Was sieht sehr schön aus. Und wie findest du es so? Daumen, was sagst du? Quetschi! Jetzt habe ich extra die Pflanze runtergestellt und passt auf, ich habe nämlich richtige Augen, die sehen, dass hier was ist und dann machst du das hier hoch und dann kannst du, wenn du da sitzt, also haben die Mädels gerade gesagt, ist Ablage, wenn du sitzt, kannst du schön essen. Oder du versteckst was hier drin. Was würdet ihr da reintun? Schreibt es mal in die Kommentare, sonst machen wir es schnell wieder zu. Der Absenkautomatik, guck dir das an. Übrigens habt ihr in der Küche hier noch ein Schränkchen, da drückt er drauf, dass es immer schön gegen den Müll knallt, ungefähr so. Batsch, das finde ich gut. Hier habt ihr eine Mini-Spülmaschine, also Geschirrspüler, das ist cool. Ofen ist sowieso cool, ne? Ich mag Ofen. Öfen, hier habt ihr einen Kühlschrank mit Zäpfchen drin, das finde ich gut. Die haben wir aber mitgebracht, keine Sorge. So, was mir auch aufgefallen ist hier an der Wand, da sind noch zwei lustige Bilder mit Sprüchen drauf und die finde ich cool. Guckt euch mal den Typ an hier, wie der guckt. Ne? Da steht, sie haben mich nicht nur nicht eingeladen, ich habe auch abgesagt. Joachim Ringelnatz. Das gibt einem zu denken. Der ruft also da irgendwo an und sagt, Leute, ich schaff's heute nicht, ne? Ich sag ab. Und die sagen dann, wir haben sie doch gar nicht eingeladen. Genau, und so musst du es machen, dann kommst du weiter im Leben. Und die Frau hier oben, das ist jetzt sehr depressiv, haltet euch fest. Als das Telefon nicht klingelte, wusste ich ganz genau, dass du es warst. Dorothy Parker, das ist so traurig. Weil wenn es klingelt, dann kannst du es nicht gewesen sein. Du würdest niemals anrufen, aber weil es nicht klingelt, warst du es. Weil du scherst dich einen Dreck um mich. So ist es, die arme Dorothy. So, der Thomas und die Taiwa, ne? Nenn mal so Taiwa oder Tiso? Ja, Tiso eigentlich. Tiso eigentlich. Also Thomas und Tiso, die warten jetzt bei den Arkaden. Wir laufen jetzt zu den Arkaden und weil wir nicht wissen, ob Thomas Begrüßungsbierchen dabei hat, hat die Genaya hier in ihrer Supertasche 6 Flaschen Dode Hosen Hell Bier. Das ist aber von Sarina, die das mitgegeben hat, der Jenna, für Gera. Wie du das als Begrüßungsbierchen jetzt einfach spontan Thomas und Tiso mitgeben, weil wir ja nicht wissen, ob die Bier haben, obwohl die bei den Arkaden stehen und man da einfach welches kaufen könnte. Damit die aber dann nicht rein können, erst trinken müssen zur Begrüßung. Das ist so Tradition in Gera, habe ich gehört. Gehen wir jetzt dahin mit den Doden und mit den Hosen auch noch. Das ist auch hier übelst die tolle Gegend, weil das Lofthaus steht so da hinten und hier habt ihr gleich so Blocks, aber alles sieht schön grün und saftig aus. Auf Wiedersehen, Lofthaus. Und was ich gar nicht wusste, wohnen im Industriedenkmal Gera Reusische Brauerei. Das Ding war mal eine Brauerei. Und dann wundert ihr euch, wieso ich jetzt Bierdurst habe. So, hier habt ihr die Lutherschule. Die habe ich beim letzten Mal auch noch nicht gesehen. Lutherschule. Und das Ganze auf englischem Boden. Ich weiß nicht warum, aber das erinnert mich an meine Kindheit in London. Guckt euch das doch an. So, beim letzten Mal wollte ich mir unbedingt bei Kurz einen Döner holen. Haben wir nicht geschafft. Diesmal habe ich es wieder nicht geschafft. Aber Pupsi hat sich eine Dönerrolle geholt. Da kann man ja mal probieren. Denn ich fand das Schild, die Reklame, das sieht so genial aus. Dieses Weiß mit Gelb spricht mich an. Pupsi hat eine Dönerrolle. Hier gibt es auch Kebab Chichi Döner. Hättest du probieren müssen. Super Döner, Jumbo Döner, XXL irgendwas. Mal den größten nehmen, der da gibt. Aber den hätte ich jetzt nicht geschafft. Deswegen erstmal Begrüßungsbierchen. Und Pupsi hat da schon ihre Dönerrolle. Beißt da gerade rein, genüsslich. Zeig ich mal, wie die aussieht. Naja, das ist jetzt nicht viel. Doch, die sehe ich. Das ist eine Dönerrolle. Sieht halt aus wie eine Dönerrolle. So, jetzt sind wir endlich angekommen. Es gab auch Begrüßungsbier. Der Plan ging nicht auf. Thomas, der alte Fuchs, der alte Hautdegen, wie hier bei McDonald's, dieser eine Burger, hat nämlich nochmal schnell Münchner Hell besorgt. Und der Plan, dass wir erst Genaya jetzt trinken, ging auch nicht auf. Da ist jetzt auch Tiso. Tisos Mann und Kind, alle drei am Start. Kennt ihr noch aus dem GoFest-Video in Berlin? Den kennt ihr ja sowieso, der macht immer Umzüge. Das ist Genaya und das ist der Rest und das ist das Bier. Und da müssen wir jetzt erstmal einen Schluck trinken. So, während Thomas seinen Bauch noch weiter erzählt, wollte ich mal kurz zeigen. Das habe ich vorhin gezeigt und guckt mal hier die Schuhe. Guckt euch die Schuhe an, perfekt.
kann ich mir die auch da dran hängen, weil die sind ja auch gelb. Das sind Tisos Schuhe, das sind Skechers. Hat der Bauer erzählt. Skechers. So, die anderen machen da jetzt mal so ein Raid. Ich mache auch ein Raid, aber da hinten, da liegt nämlich mein Handy. Deswegen wollte ich mir jetzt kurz mal dieses Hosenhellbier aufmachen. An den Mülleimer. Oh, und es ist natürlich wieder glatt. Deswegen geht's wieder nicht. Da muss ich mir was anderes suchen. Weil die dann auch irgendwie essen gehen wollen. Ah, was ist das? Kaputt. Gut. Der männliche Tiso-Mann hat mir jetzt einfach das Bier geöffnet, weil es hier keine Kanten gibt. Markus, das geöffnete Markus-Bier. Dankeschön und Prost. Hat gar nicht geklirrt. So, jetzt habt ihr es gehört. Prost. So, Gera ist so klein, wir laufen das so, kommt so ein Typ auf dem Fahrrad so, sagt, oh, Alter, krass, Alter, das kann jetzt nicht sein, Alter. Die gucken alle und denken, was ist das für ein Assi, ne? Ich denke, oh, jetzt wird es interessant, um was geht's denn überhaupt? Sagt er, ihr kennt mich nicht, ich kenne ihn, das ist Ramses, ne? Ich bin doch der Kauderwelsch. Kennt ihr noch den Kauderwelsch, den Namen überhaupt? Grüße an den Kauderwelsch, falls du das siehst. Das war cool, da hätte ich gern mehr davon. Thomas hat irgendwie auch schon mal mit ihm geredet. Da hat er irgendwie wegen Döner gefragt auf dem Weg, wo kann man gut Döner essen. Thomas kennt ihn nicht, aber er kennt Thomas. Der Kauderwelsch kennt alle, aber keiner kennt Kauderwelsch. Das muss ich ändern. Grüße an Kauderwelsch. So, guckt euch das mal an. Da ist so ein Gebäude, Dach halb eingerissen, Mauern kaputt, Fenster kaputt. Da ist Grünzeug drin. Das sieht richtig gut aus. Ich gerade frage, Thomas, ist das ein Lost Place? Da weiß ich schon nächstes Jahr, wenn wieder Tour ist, Go-Tour, ich weiß gar nicht, welche Region da dran ist, oder Go-Fest halt, diesmal nicht Unterkunft so teuer, diesmal Lost Place übernachten. Da freut sich Pupsi bestimmt drauf. So, der Thomas hat ja gesagt, wir gehen ins Schnitzelhaus am Freitagabend. Er hat auch extra einen Banner aufgehangen, wo steht, herzlich willkommen in der Schnitzelschmiede Gera. Was er nicht bedacht hat, man sieht trotzdem den richtigen Namen von der Gaststätte. Das heißt nämlich eigentlich Restaurant Wasserkunst und das steht auch hier außen am Gebäude, Restaurant Wasserkunst. Schön, dass du dich draußen hinsetzen kannst, aber Thomas, ich lass mich nicht veräppeln, du. Jetzt hätte ich mich ja so gern da draußen hingesetzt oder halt hier, weil hier ist alles, guck doch mal, wie schön, gell? Da unten kommt der Rest. Ich habe gedacht, naja, hier unten, aber hier oben ist ja nicht unten, ist ja oben. Aber 25% Regenwahrscheinlichkeit. Wir sollen rein. So, weil der Inhaber so bingelig ist und gesagt hat, keine Handys am Tisch, ne, habe ich gedacht, nehme ich es jetzt mal mit raus. Möchte es einfach mal kurz zeigen, was ich mir bestellt habe. Das ist ein Istanbul-Schnitzel. Das habe ich genommen, weil das ist Schnitzel mit Käse überbacken. Das sollen wohl auch Jalapenos mit drunter sein. Sucuk-Wurst. Ich habe in letzter Zeit, wenn ich Pizza gegessen habe, mir so oft auch immer Sucuk-Pizza gegönnt. Fand die in letzter Zeit richtig genial. Ich habe aber noch nie ein Schnitzel mit Sucuk-Wurst gesehen. Deswegen möchte ich das jetzt probieren, mir schmecken lassen und sieht gut aus, wird bestimmt auch gut schmecken. Jonas hat hier eine kleine Kröte entdeckt, das war auch cool, während wir aufs Essen gewartet haben. Aber die haben wir nicht gefilmt, weil ich hatte die Hände voll zu tun. So, ich muss sagen, ich bin jetzt wirklich enttäuscht. Also das Schnitzel war okay, das Schnitzel hat geschmeckt, aber es war so warm einfach da drin. Die Sonne hat so reingeplatzt. Es war so laut wie am Bahnhof, weil plötzlich alles voll war. Und dann gehst du raus, da sitzen da einfach zwei Leute am Tisch. Und zu uns hieß es, wir dürfen nicht draußen sitzen, weil es ja gleich regnet. Es regnet nicht, jetzt nicht, vorhin nicht, gar nicht. Regenwahrscheinlichkeit 25% hat er gesagt. Wir durften trotzdem nicht. Ich bin enttäuscht, dass ich nicht draußen sitzen durfte, dass ich geschwitzt habe, dass es laut war. Ich habe mich auch mit dem hier Handy weg, alles so. Ich hatte meins nicht in der Hand, aber fand ich halt ein bisschen rüde und so. Weil ich so enttäuscht bin, möchte ich jetzt noch einen Hosenhell trinken. Möchte das hier irgendwie aufmachen, weil hier ist hier so ein komischer Roller. Und dann machen wir jetzt einfach so, zack, und dann ist das auf, denn das musste jetzt rein. Weil vorhin haben wir es ja nicht geschafft, weil in Gera gibt es ja keine Kanten. Aber so ein Roller, der kommt bestimmt aus München bis hierher, das funktioniert. Prost. So, wir sind jetzt hier mitten in der Stadt und hier ist so ein Fass. Jetzt will ich nur mal ganz kurz gucken. Krass, oder? Da ist einfach Wasser drin. Mitten in der Stadt ist da ein Wasserhahn. Das ist richtig genial. Wir waren jetzt hier hinten also essen, Abendbrot. Läufst du hier vorbei, siehst das Fass, ist da Wasser drin. Jetzt laufen wir mal langsam hier ran, da seht ihr die Truppe. Ne? So. Da scheint die Sonne,
Weil auch wenn du auf Arbeit mit Franken gehst. Okay, wir gehen weiter. So. Jonas behält sich doch nicht. Papa als Vorbild. Jetzt müssen wir doch einfach nur. Jackass. Hey, das war doch viel leichter als gedacht. Und Wunderrutsch. Die Schuhe bremsen. Oh, ja. Ja, oder die Hose. Perfekt. So, Tiso ist jetzt gegangen, zurück in die Unterkunft. Wir wollen jetzt auch heim, aber uns vielleicht nochmal auf diesen Balkon setzen. Und hier haben wir jetzt irgendwie so Mini-Törtchen gefunden. Shania hat gesagt, Schwarzwälder-Törtchen. Das findet sie gut, das nehmen wir jetzt mit, dass wir das noch zu viert teilen können. Thomas, Shania, Pupsi, ich. Jeder noch ein Stück. Pass auf, jetzt habe ich sie gefunden. Guck dir das an. Ich gucke hier vorbei am Regal und was sehe ich da? Sundats Pizza, Sucuk Style. Nachdem ich in letzter Zeit auf dem Sucuk-Film hängen geblieben bin, immer in letzter Zeit nur noch Sucuk-Pizza esse, jetzt auch auf meinem Schnitzel Sucuk hatte, haben sie hier einfach eine Sucuk-Pizza. Wir haben ja einen Backofen in der Unterkunft, aber ich habe keine Zeit. Ich wollte doch den Burger testen. Guck dir die an. Die sieht so toll aus, oder? So, wir sind jetzt zurück im Loft in der Unterkunft. Und guck mal, da sind die Verbrecher. Seht ihr das? Hey, der klopft, aber man hört gar nicht, dass der klopft. Das ist ja lustig. Schallgedämpfte Tür. Sag mal, du hast geklopft oder hast du nur so getan? Ach so, ich habe gesagt, man hört es gar nicht. Ich dachte, du klingelst. Warte, geh mal wieder rein. Ja, warte, wir gehen. Wir gehen. Schnell, Jonas, wir gehen. Mach die Tür auf, wir gehen. Dein Rucksack, wir gehen. Wir müssen hier raus, weil wir gehen. Wir gehen auf die Terrasse, guck. Ja. Was denn? Das Abtimen und so Zeug. Für den Kühlschrank. Ja, da steht's ja schon. Wir haben nämlich noch eingekauft. Wir wollen nämlich noch ein bisschen zusammensitzen. Das war diesmal nicht ich. Jetzt weiß der, wieso es da so nass ist. Das musst du machen. Ja, Jena hat es das selber gemacht. Der Thomas hat erst geschüttelt. Guck. Genau. So. Prost. Ja, guck. So, guck mal hier, jetzt sitzen wir da und da geht die Sonne unter auf der Terrasse, da sind sie. Und kennt ihr noch dieses Bier von der Meile? Das ist richtig stark. Thomas überzeugt mit einem Mixery Bier-Cola-Mix. Shania haut sich gleich die ganze Faxe-Dose rein. Wir haben nämlich gesagt, jeder nimmt noch zwei Bierchen mit. Shania hat halt Ace, wir haben zwei, er hat zwei gleiche. Ich habe noch was Besonderes, aber das Miller, vor allem jetzt nackt auf der Terrasse. Das ist schon mal Urlaubsfeeling. Das ist alles. Das ist. Faxe gab's auch schon mal eine Meile. Miller Genuine Draft. Man kann es nicht mal aussprechen, aber vielleicht schmeckt es ja immer noch. Guinness Draft. Und das kenne ich auch nicht. Ich habe in letzter Zeit ja öfters mal Effekt probiert. Das hier ist Guarana Watermelon Splash, also mit Wassermelone. Deswegen will ich das auch mal aufmachen. Das ist ganz lecker und das Miller, ne? Und dann abwechseln immer mal Bierchen, Energy. Weil für die zweite Runde habe ich mir das auch so überlegt. Probieren wir mal das Effekt mit Watermelon Splash. Schoko sieht man direkt. Ja, ist gut. Ist er gut, würde Hannes sagen. Ist er gut, ne? So, Prost. Mal gucken, wir haben ja noch den Kuchen, wann es den gibt. Aber erstmal kurz. Erstmal ja. So, das ist jetzt der Rest hier von Sandras Cordon Bleu. Hier werden schon wieder Pokémon gesammelt. Das ist hier der Dragonite, ne, aus Steinbach-Hallenbach, keine Ahnung. Das ist hier Bisafan e.V. Und das müsst ihr euch jetzt überlegen. Was ist der Ramses? Ach, hör doch auf jetzt. Wir warten immer noch drauf. Sandra bringt gerade Jonas ins Bett, dass sie dann nochmal wiederkommen. Wir müssen den Kuchen ja noch anschneiden. Den Kuchen TV gibt's auch. Oh Gott. Prost. Kuchen TV. Oh, und jetzt ist die Sonne auch weg. Thomas ist so glücklich, dass die Sonne weg ist, damit er kein Redneck wird. Yo. Oh Mann, ey. Wieso denn?
Übrigens, das ist das fette Carlsberg, das stronge Bier. Der Thomas hat gar nicht das gleiche. Der hat nämlich erst das Cola, dann das Energy gehabt. Das hat auch 5-0. Und ich, damit ich das überhaupt saufen kann, also könnte ich auch, 7-5, kein Problem. Aber ich will es mir heute richtig gönnen mit Gönnergy. War nämlich froh, dass ich jetzt nochmal das Strawberry, Raspberry Cheesecake gefunden habe, wovon ich jedes Mal Bauchschmerzen kriege, aber es mir immer wieder kaufen muss, wenn ich sehe, das ist der Raspberry Cheesecake Kick von Gönnergy. So, die gucken so lange, wie das da aussieht. Guck mal rüber. Ich sehe dich doch. Sonnenuntergang. Ah ja, und die dreckige Wolke da. Ja, aber gerade das ist ja das Geile, wenn die Sonne da drunter. Hier auf der Kamera ist einfach nur da ein gelber Flotz. Und wenn ich ohne Kamera gucke, da ist da so viel Details, die siehst du gar nicht auf Kamera. So, und deshalb Gönnergy Elephant Mix neu und Prost. Die hat noch Fax und der hat noch Mixery am Arsch. Achso, da schwimmt die ganze Brühe oben drauf. So, Pupsi schneidet jetzt noch hier die Geburtstagstorte an. Wer hat den Geburtstag? Das weiß ich auch nicht, aber trotzdem schneidet es an und dann haben wir alle Geburtstag wahrscheinlich. Auch ist es schön, das gab es im Kaufladen, aber das habt ihr ja gesehen. Weil ich habe es ja gefilmt. Sind es jetzt schon vier? Ist es gefüllt? Das ist Schwarzwälder Kirsch. Wo sind da Kirschen? Ich schmeiße es einfach irgendwo auf so einen Teller und dann guckt euch das an. Seht ihr die Kirschen? Seht ihr die Kirschen? So ein Riesenteller für so ein kleines Stück, Sandra, das ist ja richtig genial. Ich habe keine kleineren Teller. Weißt du, was logisch ist? Sauberer wäre, drei Teller zu nehmen, drei Stücken drauf und der letzte ist sein Stück von der Platte hier, wo das drauf ist. Schmeiß es hin, das ist der Thomas, guck's dir an. Das kommt eh. Das heißt, schmeiß noch eins hier drauf, dann ist es die Shania. So, mir gibst du einfach hier die Platte, guck. Bevor wir noch einen Teller voll zaun, verstehe, aber wir haben ja so eine Mini-Waschmaschine, Geschirrspüler. Das ist jetzt meins. Seht ihr den Thomas da hinten? Sein Kopf ist jetzt in dem Kuchen drin. Genial. Guckt euch mal das schöne Licht an, ja. Ist es nicht schön? Das schöne Licht, wir müssen noch den Kuchen ins Licht halten. Oh, ist es schön oder was? So. Und jetzt einer hier mit dem Zack. Ich auch nicht, aber. So, das sieht man jetzt nicht, aber da ist der Thomas eigentlich und da ist die Shania. Und da ist hier irgendwie sein Bildschirm, den ich mir mitgebracht habe, weil ich die zwei jetzt irgendwie so runtergebracht habe an den Kofferraum. Und da oben, da ist ein Weihnachtsbaum, aber das sieht man jetzt auch nicht. Die gehen nämlich jetzt heim. Dann treffen wir uns morgen zum GoFest Tag 1 um 9 irgendwo am Österreicher. Genau. Ja, genau. Damit wir ein Stündchen noch Ruhe haben. Tschüss, Thomas. Tschüss, Shania. Bis morgen. Bis morgen. Gute Nacht. So, jetzt sind die natürlich weg, ne? Weil es so warm war, habe ich natürlich nur eine Unterhose an und bin so mit runtergelaufen. Das heißt, wenn ihr mal hier runter guckt, seht ihr hier einfach nur hier die Unterhose und mehr nett. Aber das war richtig entspannt und richtig chillig. Einfach noch hier auf der Terrasse ein bisschen zusammenzusitzen. Jetzt habe ich hier meine Schlüsselkarte, damit ich hoffentlich wieder hochkomme. Oh mein Gott. Und die nächsten zwei Tage werden bestimmt kürzer, einfach nur essen und das war's. Aber heute war der wichtigste Tag. Gute Nacht.